So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 37. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem ersten FC Magdeburg. Und damit herzlich willkommen heute zu Spieltag 31 und heute zu einer zumindest für Drittliga-Verhältnisse richtungsweisenden Folge. Denn für alle, die es nicht mitbekommen haben, der letzte Part war ja ein Part, in dem ich euch gefragt habe, Mensch, wie sieht's denn aus? Wie machen wir weiter? Wollen wir in der dritten Liga natürlich nur, zweite Liga nächstes Jahr, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, heute anfangen schon mal die ein oder andere Partie zu simulieren, nachdem das ja in den Kommentaren immer mal wieder aufgekommen ist, weil wir ja doch schon einen ganz ordentlichen Vorsprung haben und das Projekt ja zeitgleich zur Interkarriere abwechselnd täglich kommt, dementsprechend natürlich, dass ich jetzt noch ein bisschen ziehen würde, bis wir dann in Liga 2 angekommen sind. Und ich habe mal die Kommentare bzw. die Umfrage nachgeschaut. Es waren am Ende 77% der Stimmen, die gemeint haben, ja, Schlappi, simulier die ein oder andere Partie. Deswegen ab sofort, also in dieser Drittligasaison für die letzten 8 Partien, werden wir ein bisschen was simulieren. Was genau, wie viel genau, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das werden wir jetzt wahrscheinlich gemeinsam dann einfach von Part zu Part entscheiden. Aber ein bisschen was wird simuliert. Das schon mal dazu. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und checkt auch gerne die Links in der Videobeschreibung für die Livestreams, die es ja täglich gibt. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr da vorbeicheckt. Und in diesem Sinne, heute die Partie gegen Osnabrück. Wir werden jetzt gleich mal in den Kalender schauen und gucken, gegen wen es so geht. Es wurde auch der Vorschlag geschrieben, vielleicht ein paar Heimpartien nochmal zu simulieren. Weil ja die Simulation in FIFA durchaus ab und zu mal RIP ist. Heißt mal schauen. Wir haben jetzt Osnabrück. Wir haben die Spielvereinigung Unterhaching und wir haben den KSC. Haching, KSC und Osnabrück. Lass uns mal ganz kurz reinschauen. Dann würde ich fast sagen, dann werde ich gegen Unterhaching den 15. und Osnabrück simulieren und die Partie gegen den KSC spielen. Dann würde ich sagen, machen wir heute drei Partien, zwei Simulationen und eine Partie, die wir selbst spielen. Ich glaube, das bietet sich dann ganz, ganz gut an. Lass uns nochmal schnell reinschauen. Wir haben keine englischen Wochen, also wunderbar. Okay, Jungs, dann lasst uns reinstarten. Let's go, Simulation die erste. Das werden wir relativ schnell abhandeln. Und dann, wie gesagt, gegen den KSC im Topspiel werden wir spielen. Das könnte dann sogar schon der Spieltag sein, wo wir den Titel holen können, oder? Oder zumindest den Aufstieg perfekt machen können. Werden wir mal schauen. So, Osnabrück im 4-2-3-1, 2 Niederlagen und ein Unentschieden zuletzt. Und damit starten wir also rein in unsere erste Simulation. In diesem Projekt, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich hagelt es gleich mal eine Niederlage. Schäfer gleich mal gelb. Nach 16 Minuten. Lappe mit dem 1:0. Das ist ordentlich. Da unten laufen mal noch die anderen Ergebnisse durch. Leider erstmal nichts zu lesen. Oh nein, Gelbrot Schäfer. Nichts zu lesen vom KSC. Hamann 2:0. Okay, das sollte eigentlich reichen. Rennecke für Reimrink. Die letzten 10 Minuten, Jungs. Die letzten 5 Minuten. Und dann ist es vorbei. Jawolski! Also, bittere Nachricht, Schäfer muss raus, aber ein Tor von Hamann, ein Tor von Lappe reicht am Ende für ein 2:0 gegen den VfL Osnabrück. Denke ich, eine Partie, die realistisch auf jeden Fall ausgegangen ist oder die man erwarten konnte, dass sie so ausgeht. Und, ah nee, der KSC spielt noch. Ich wollte gerade sagen, die haben gepatzt. Aber sollte der KSC patzen, hätten wir 14 Punkte Vorsprung bei 7 verbleibenden Spielen. Also, wir müssen aufhören, ab sofort im Konjunktiv zu reden, Freunde. In diesem Part zum allerersten Mal, ich spreche es jetzt aus, Vorsicht, aufpassen, Trommelwirbel. Wir sind aufgestiegen. Jetzt kann uns das keiner mehr nehmen. Hier kann gar nicht mehr so viel Bullshit passieren, dass wir nicht aufsteigen. Wir sind nächstes Jahr ein Zweitligist, Jungs. Das ist die gute Nachricht. So, unsere Ziele sind gefährdet. Okay. Schauen wir mal ganz kurz rein. Finanziell erhöhe den Vereinswert über 3 Saisons um 100%. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wird aktuell wahrscheinlich eher schwierig werden. Ligameister werden, das schaffen wir natürlich. Das mit dem Stürmer schaffen wir auch nicht mehr. Und verpflichte mindestens 2 Spieler unter 20 mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Da wollten wir nochmal schauen. Das werden wir auch tun. Ein Spiel ist ja gesperrt. Das werden wir auch tun, was nochmal den Scouting-Bereich angeht. Da wurde auch nochmal was in die Kommentare geschrieben. Heißt, auch da werde ich nochmal gucken. In die Jugendakademie. Wenn wir das, glaube ich, neulich erst getan haben. Tom Bergmann war ja da der gute Kandidat unter anderem. 45, Torben Fischer. Eieieiei. Müssen wir mal schauen. Das Problem ist halt, diejenigen, die wir hochnehmen könnten, die machen halt noch keinen Sinn, dass wir die hochnehmen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Lass uns nochmal ganz kurz in den Jugendstab schauen. Scout-Bericht verfügbar, den lesen wir nochmal eben schnell.
Aber das war auch eher, ja, nichts ganz so Interessantes. Nee, müssen wir dann vorerst mal lassen. Aber wir wollten ja auch da nochmal vielleicht ein bisschen Geld reinbuttern. Da kriegen wir nochmal einen aus der Schweiz, Erwin Forster. Das war ja das, was ich wollte, wenn ich mich recht entsinne, ne? Wir haben jetzt hier einen Deutschen, dann nehmen wir einen aus der Schweiz, let's go. Dann nehmen wir den aus der Schweiz oder den Belgier. Nee, ich nehme den Schweizer. Pushen wir. Geben wir das Geld nochmal aus, Jungs. Dann bauen wir nochmal das Netzwerk auf. Und zwar mache ich das dann auch mal in der Schweiz. Huch, darüber müssen wir. Let's go. Ich mache auch mal nur 3 Monate, mache wieder alles und dann let's go. Und theoretisch könnte man noch einen einstellen. Hier hat man nochmal einen Österreicher mit 210. Der wird auch erstmal passen, aber ich lasse es. Ich denke, 2 reichen da. 2 mit jeweils 3 Sternen reichen. Erwin Forster, Christian Bergmann, das passt soweit erstmal. Da bin ich zufrieden. Da bin ich zufrieden. So. Unser Rating da oben ist so krass, ne? Bei einer 62. Dass da der sportliche Erfolg so dermaßen wenig in die aktuelle Ziellage, wie man es auch immer beschreiben will, mit reingenommen wird, ne? Ich habe gerade erfahren, dass Tim Schneider seinen Vertrag auflösen will. Okay, da müssen wir gleich mal schauen. Die Abschlussberichte interessieren mich jetzt gerade aktuell erstmal noch nicht. Und dann steht Haching vor der Tür. Ich glaube, Tim Schneider war doch einer der Guten, oder? Er hier. Ne, 55 mit 18. 63er Potenzial, 71 bis 71er Potenzial. Das ist jetzt kein schlechter. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir der erste FC Magdeburg sind und gerade in der dritten Liga spielen, Jungs. Okay, also, ne, nur damit ich das nochmal gesagt habe. Ich werde ihn mal übernehmen. So, ich werde ihn mal übernehmen. Lass uns trotzdem nochmal ganz schnell reinschauen in den Vertrag, wie der nochmal kurz aussieht. Hervorragende Jugendarbeit. Sehr, sehr schön. Genau das Ziel haben sie erreicht. Genau, dann haben wir nämlich zumindest schon mal das erste. Das zweite leider noch nicht. Er nimmt den Vertrag an. Das ist schön. Darf ich den jetzt nochmal kurz einziehen? Transfers. Schmarrn Mannschaft. Teamzentrale. Finanzen. Gehalt. Da ist er. Okay, 500, ja. Perspektivspieler. Wunder, wunderbar. 140.000 wert. Das passt. Da bin ich zufrieden. Okay. Und dann ist halt die Frage, ob man dann nochmal einen mit reinholt. 55. Ich habe jetzt einfach mal ihn genommen, weil er gerade gehen wollte. Und dann werden wir das einfach mal mit ihm testen. Zur Not können wir ihn auch verkaufen. Wir machen da nicht viel Verlust mit. Das passt soweit. Aber jetzt geht es ja eigentlich nur noch darum, Leute zu verbessern, ne? Deswegen, das macht ja keinen Sinn, jetzt da großartig was zu ändern. Das passt. Okay, Jungs, let's go. Bigalke ist, glaube ich, übrigens wieder auf dem Weg der Besserung. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Und dann starten wir jetzt rein in die Partie gegen die Spielvereinigung unter Haching. Da werde ich auch nochmal mit derselben Mannschaft simulieren. Und dann, auch wenn es ein Topspiel ist, gegen den KSC. Oliver Meier will auch den Dings. Was ist denn hier los? Okay, schauen wir auch nochmal schnell an. Gegen den KSC kann es sein, dass ich dann trotzdem ein bisschen rotiere, um den ein oder anderen nochmal zu testen. Ja, dann müssen wir den auch nochmal übernehmen. Dann übernehme ich den vorerst auch nochmal. 200.000 wert, das ist jetzt kein schlechter. Akzeptiert auch, wunderbar. Wie gesagt, zur Not werde ich die halt einfach verkaufen. Peter Lang, Freunde, den schauen wir auch nochmal an. Ich will jetzt aber nicht alles hier in die Mannschaft reinpumpen, das ist auch klar. Ich denke mal, Peter Lang war einer der eher nicht ganz so guten, oder? 53, ein ZM, hat halt auch nochmal ordentlich eigentlich was hier am Start. €500 Gehalt, nee, ich lasse ihn mal. Wäre vielleicht durchaus sinnvoll, den auch noch mit reinzunehmen oder ein bisschen unfair, aber ich will jetzt nicht komplett alles vollpumpen, das passt schon, das passt schon. Okay, Jungs, also Simulation. Der KSC übrigens nur unentschieden gespielt, heißt, wir haben 13 Punkte Vorsprung, 7 Spieltage vor Ende der Partie. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Vorsprung, vor allem wenn wir jetzt heute noch gegen Unterhaching gegen den Tabellen 16. gewinnen sollten. Dann wäre es überragend, aber Auswärtssimulation, man kennt sie, Hamann 1-0, wieder er, das gibt's ja nicht, schon wieder das Tor von Hamann. Der Kerle gibt gut Gas. Beck 2-0, Hagen 1-2. Haching wieder so ein bisschen zurück im Spiel. Türpitz kommt für Lappe rein, was auch immer das für ein Wechsel ist. Amang mit einem 3-1 und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein in dieser Partie. Der KSC liegt 2-0 zurück gegen Preußen Münster. Also, ich bin mir unsicher, aber normalerweise, wenn wir Glück haben, könnten wir im nächsten Spiel zumindest schon mal den Aufstieg feiern. Wenn nicht sogar, da haben wir es. 17 Punkte Vorsprung bei verbleibenden 6 Spielen. Das heißt, wir können den direkten Aufstieg feiern. Mit einem Sieg können wir den direkten Aufstieg feiern. Beziehungsweise, wir müssen ja erstmal auf den KSC schauen, aber selbst da sind 16 Punkte. Und wenn wir gewinnen, bleiben 16 Punkte. Beziehungsweise, nee, dann könnt ihr Fortuna Köln gewinnen. Warte mal, wenn Fortuna Köln gewinnt, haben die 58. Wenn wir gewinnen, hätten wir 75. Denn wenn das 17 Punkte... Nee, bei 5 dann verbleibenden Spielen, dann wär's das.
Also ich meine, wenn wir den nächsten, wenn wir jetzt gegen den KSC gewinnen im Topspiel, dann sind wir fix aufgestiegen. Noch nicht fix Meister, aber fix aufgestiegen. Wenn mich nicht alles täuscht, aber das werden wir uns dann gleich mal genauer anschauen. Das wäre mehr als überragend, Jungs. Und vielleicht legen die sogar vor, das heißt, dann haben wir sogar noch einen kleinen Blick auf Aalen. Wenn Aalen jetzt, nee, dann wären wir auch noch nicht aufgestiegen wegen dem direkten Vergleich und so. Okay, da wurde nochmal was aktualisiert, das schauen wir uns jetzt auch nochmal schnell an. 71 bis 91er Potenzial, das ist schon bombastisch, ne? Aber der kann da erstmal gern drin bleiben. Torben Fischer könnte ich da fast schon mal eher freistellen. Boah, dieser Bergmann, ne? 400.000 Euro Marktwert, das ist bombastisch mit 15 Jahren, Mann, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, das löschen wir auch nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Partie, oder? Simulieren wir nochmal die letzten Tage in den April rein. Und dann gehen wir da jetzt mal das Ganze an und holen uns 3 Punkte und hätten dann den Titel, beziehungsweise den direkten Aufstieg. Gucken wir mal. Okay, es hat noch keiner von den direkten Konkurrenten gespielt. Aalen Karlsruhe, Fortuna Köln, müssen wir schauen. Gegen wen die da jeweils kicken. So. Aalen spielt gegen Bremen 2. Der KSC spielt gegen uns. Wen haben wir jetzt noch gesagt? Spielt da oben mit? Preußmünster gegen Wehen. Lass noch mal kurz schauen, bevor ich irgendwas Falsches laber. Fortuna Köln, so heißen sie. Fortuna Köln spielt gegen die Würzburger Kickers. Ui, okay. Aber gut. Also sollten wir heute gewinnen, egal was die Konkurrenz macht, dann haben wir einen Vorsprung auf den Also wenn Fortuna Köln zeitgleich gewinnt, rechnen wir mal, dann haben die 58 Punkte, wir hätten 75. Das macht 17 Punkte Vorsprung bei 5 verbleibenden Spielen nicht mehr einzuholen. Wir hätten dann, wenn wir gewinnen und Aalen gewinnt, hätten wir weiterhin 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Das wäre dann noch einzuholen. Ja, also das kann man dann noch einholen. Nicht schmarrn, doch, wenn die gewinnen. Wenn die nur unentschieden spielen, wären wir sogar schon safe Meister. Dann hätten die 59, ja. Also sollte Aalen unentschieden spielen, wären wir safe Meister. Wenn wir gewinnen, sind wir safe aufgestiegen, fix. Also wir werden einfach mal schauen. So, Bigalke ist wieder fit, aber den werde ich natürlich trotzdem noch nicht mit reinschmeißen ins Spektakel. Der wird noch ein bisschen angeschlagen sein. Wir werden nochmal ein bisschen durchwechseln, Freunde. Wie angesprochen. Werden wir nochmal dem einen oder anderen heute eine Chance geben, auch wenn es ein Topspiel ist. Ich werde... Was machen wir? Türpitz mal auf... Nee, ich bringe auf links mal Meier. Auf rechts bringe ich Butzen. Im ZOM bringe ich mal Chahed. Beck darf mal raus, da bringe ich heute mal Düker. Und Lappe und Rota, nehme ich mal Rota raus, darf nochmal Erdmann rein. Und da kommt wieder Schäfer rein. Okay. Plus, ich nehme nochmal den jungen Herrn Schneider mit auf die Bank für Pick. Lohkämper raus, beziehungsweise Schwede raus, Beck mit auf die Bank. Und dann passt das. Also, bisschen veränderte Formation, Freunde. Der ein oder andere darf heute einfach mal ein bisschen... rein und ein bisschen Action machen. Ne? Wir spielen zu Hause. Wir haben die Chance, zu Hause heute den Aufstieg perfekt zu machen. Das wollen wir natürlich nutzen, aber... Oh, das ist ja beschissen. Okay, da müssen wir mal schauen. Da ist es fast so besser, ne? Aber ich spiele trotzdem, glaube ich, so. Kriegen wir das hin? Das muss klappen. Anders funktioniert es nicht so geil. Das ist ja eine scheiß Trikot-Auswahl hier. Keiner drittes Trikot, viel Batman. Nee, natürlich wollen wir die Chance nutzen, natürlich werden wir alles geben, aber wenn nicht jetzt, wann will ich dann mal ein bisschen testen? Na, ob wir jetzt heute aufsteigen, wie gesagt, ich werde mich natürlich anstrengen, aber ob wir heute aufsteigen oder ob wir nächste Woche oder ob wir in 2 Wochen aufsteigen, ist am Ende egal. Dann sollen wir lieber mal dem ein oder anderen jungen Kicker ein bisschen Spielpraxis geben, damit der ein bisschen reinfindet, ein bisschen Luft schnuppert und dann passt das. Ne? Mehr müssen wir da nicht machen, Freunde. Also, gehen wir rein, 31. Spieltag, beziehungsweise, nee, 32. 33. Nee, 32. War, nee, 33. ist es schon. Ja, Wahnsinn. Da kommt man ganz durcheinander durch die Simulationen. Heute hier in Magdeburg. Ausverkaufte Hütte natürlich. Alle wollen miterleben, wie dieser historische Moment vielleicht vonstatten geht. Diese historischen 90 Minuten, die wir vor uns haben, um dann letztendlich wieder in Liga 2 angekommen zu sein. Und dann ist ja auch noch nicht unsere Reise zu Ende, Freunde. Das ist ja ganz, ganz klar.
Also, sonniges Wetter, die Sonne scheint, die Fans sind gut drauf, wir sind gut drauf. Und heute heißt es gegen den KSC punkten. Wir dürfen nicht vergessen, der KSC auf Platz 3. Das heißt, es wird eine ganz schwierige Nummer werden, denn der KSC will natürlich auch aufsteigen. Und da brauchst du in solchen Partien Punkte. Köln klopft hinten an, Aalen ist knapp davor. Also der KSC will den Sprung schaffen auf den direkten Aufstiegsplatz. Das ist das ganz klare Ziel und dafür brauchen die 3 Punkte. Aber wir sind in einer guten Verfassung und ich traue auch unserer leicht veränderten Elf, unserer kleinen B-Elf, wenn man so will, mit Meier, der von Beginn auf links heute also mal ran darf, traue ich da durchaus trotzdem absolut was zu. Und auch sogar 3 Punkte, ganz klar. Wir haben, glaube ich, auf insgesamt 5-6 Positionen rotiert. Schauen wir mal, wie das passiert und wie das funktioniert vor allem. Ich bin auch am Überlegen, ob ich Brunst nochmal rausnehme am Ende. Da auch nochmal Zeit, glaube ich, heißt ja unser zweiter Keeper, damit wir den nochmal vielleicht ein bisschen mit reinbringen, aber nicht heute. Das dann eher, wenn es Richtung absolutes Saisonfinale geht und das dann natürlich auch von Beginn an. Also, Aufstellung des KSC. Dominik Strohengel vorne im Sturm. Ich bin sehr gespannt, zusammen mit Zawada, Kamoglu, Lorenz Hofmann, Bülow, Bader, Pissot, Stoll, Fürnbach und Uphoff. Das also die Ausstellung. Mal wieder ein System mit 2 Stürmern, mit dem der Gegner heute hier anreist. Aber klar, der KSC ist ein absoluter Aufstiegskandidat. Die werden hier und heute nicht zurückstecken, sondern die werden von Beginn an versuchen, ordentlich Gas zu geben. Es tut mir leid, was die Trikotauswahl angeht. Es ist jetzt nicht optimal, aber ja, das war relativ schwierig. Ich hoffe, ihr blickt trotzdem einigermaßen durch und ich hoffe, ihr fiebert trotzdem mit. Einigermaßen, glaube ich, kann man es dann doch schon erkennen. So, Gas geben, Jungs. Von Beginn an bitte gleich eine gute Partie zeigen. Wenn es geht, nicht hinten liegen gegen den KSC, weil dann wird es verdammt schwierig. Das sind so die Ziele, die wir haben. Und nichtsdestotrotz werden wir natürlich am Ende, sollte es 0-0 stehen, auch weiterhin nicht volles Risiko gehen, sondern dann nehmen wir auch einfach mal einen Unentschieden mit, wie zuletzt auch. Und dann passt das. Das gibt genauso auch einen Punkt und das gibt genauso auch einen Schritt nach vorne in die richtige Richtung, nämlich dem großen Ziel. Dementsprechend heute ganz ohne Druck spielen. Den Druck haben nicht wir, den Druck hat absolut der KSC. Die brauchen 3 Punkte. Wir haben noch 5-6 Spieltage Zeit, um das alles fix zu machen. Geschweige denn, vielleicht müssen wir es gar nicht selber fix machen, weil einfach die gegnerischen Teams patzen und uns dann praktisch den Aufstieg auf der Couch ermöglichen. Jetzt aber mal Chahid gut geklärt da. Fürnbach, weg das Ding. Erste Minuten gehören uns, oder? Ohne jetzt großartig mega erfolgreich nach vorne zu sein. Aufpassen, jetzt die Möglichkeit für den KSC. Ich nehme alles zurück. Dominik Strohengel über die linke Seite. Strohengel. Gut von Heinke. Gut geklärt. Erster Eckball für die Gäste. Knapp 15 Minuten auf der Uhr. Lorenz, gut von Brunst. Und jetzt heißt es draufstiegen, schieben. Kamoglu, Lorenz wieder über die Außen. Gut von Butzen, hält ihn sogar im Spiel. Das ist wahnsinnig stark gemacht. Und jetzt können wir anschieben, können wir nicht. Lorenz, Freistoß. Freistoß. Spiel erstmal beruhigen. Butzen. Guter Ball. Chahed, jawohl. Schön gespielt. Düker. Amang sieht außen den Mann mitlaufen, das ist ein guter Ball. Ist das Meier? Das ist Butzen immer noch. Der sieht Amang. Amang legt den nochmal nach hinten ab. Da ist Erdmann und das ehrt den Mann, aber das war alles andere als gut. Für ein ZDM vielleicht ein einigermaßen ordentlicher Schuss, aber mehr auch leider nicht. Gut, das Kopfball gegen Strohengel gewonnen. Das ist alles andere als einfach. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Amang. Probiert's da mal. Stoll kann den abfälschen, gibt also jetzt den Eckball für uns. Den bringen wir natürlich mal hoch in die Mitte. Schauen wir mal, ob wir den Richtung 10 bringen. Richtung Amang, Richtung 9 vielmehr. Kommt dran, gibt aber leider nur den Abstoß. Konnte den Ball dann nicht wirklich gut aufs Tor drücken. Kein Problem. Und Uphoff darf den wieder ab nach vorne bolzen. Bülow macht das stark. Hofmann. Immer noch bisher eine relativ entspannte Partie, muss man sagen. So viel passiert nicht. Beide scheuen das Risiko. Oh, gut gemacht. Und beide wissen, worum es hier geht. Gehen dementsprechend, wie gesagt, relativ wenig Risiko, um hier nicht früh möglich in Rückstand zu geraten. Zawada abgelegt auf Bülow. Da ist wieder Bader. Kommen leider nicht ganz rein in den Zweikampf. Kamoglu-Flanke ist schlecht. Brunst musste ich mal eingreifen. Es gibt den Abschluss, Freunde. 25 Minuten auf die Uhr. Die erste Hälfte der ersten Hälfte ist damit durch. Und es ist hier noch nicht wirklich viel passiert. Schön der Ball nach vorne direkt auf Amang. Sucht den Mitspieler, findet ihn in Butzen. Guter Ball auf Düker. Düker will den auf Amang spielen, schafft er nicht. Nochmal Düker. Guter Ball und den muss er machen. Der junge Oliver Meier mit der Riesenmöglichkeit. 5 Meter vor dem Tor. Und Uphoff, wie kriegst du denn den da noch raus?
Was eine Glanzstart von Benjamin Upov in der 29. Minute. Und Meier, Mensch Meier, kann man dann nur sagen, Freunde. Mensch Meier, warum macht er den denn da leider nicht rein? Das wäre perfekt gewesen. Mensch, hätten wir dem das gegönnt. Einem unserer Top-Talente, der da aber leider den Ball nicht reinkriegt. Aber kein Vorwurf, alles gut, um Gottes Willen. In dem Alter, da kann das durchaus mal passieren. Er ist ja absolut kein Sündenbock. Bader. Vor allem, es ist ja auch nichts passiert. Das ist gut gemacht, Zawada. Das ist kein Abseits für Kamoglu, aber überragend in den Zweikampf gegangen. Und wir können wieder anschieben. Schöner Ball, aber wir müssen halt auch ein bisschen entgegenkommen. Förnbach, Hofmann, wieder Zawada, über den viel geht. Genauso über diesen Kamoglu, über Außenflanke ist super. Lorenz, das ist überragend gespielt. Und Zawada kriegt ihn auch nicht rein. Also, Meier, siehst du, auch ein Zawada, auch ein gestandener Bundesliga-Profi. Kann aus 5 Meter den Ball mal nicht machen. Wahnsinnschance, beide 100%iger jetzt hier für den KSC und für Magdeburg innerhalb weniger Minuten. Ne? Beide werden liegen gelassen. Ne? Heißt weiterhin 0:0 der Spielstand. Meier kriegt vielleicht nochmal die Chance. Ja, hat den da, macht das stark. Sieht Chahed, der ist dann im körperlichen Duell absolut unterlegen. Ne? Und so wieder der KSC in Ballbesitz. Bülow, Kamoglu, hochgelegt. Bader, kommen wir nicht in den Zweikampf rein. Bülow. Hoch und weit und lang nach vorne. 40. Minute, der ist halt richtig gut. Ich krieg den Spieler nicht gewechselt, den ich will, nämlich putzen. Der hätte locker easy den Ball bekommen. So wird's hier fast nochmal gefährlich. Aus dem Nichts. Erdmann. Guter Ball auf Chahed. Schön mitgenommen. Zur nächste Möglichkeit. Gut auf Chahed wieder. Nehmen wir nochmal den jungen Meier mit. Der junge Meier. Der junge Meier macht das gut, aber Düker lässt den Ball nicht durch. Heieieiei, jetzt ist es gerade ein bisschen Harakiri hier und ein bisschen arg kompliziert. Und Amman kann auch da den Ball nicht annehmen. Also das ist jetzt gerade nicht eines Topspiels würdig, was in den letzten 10 Minuten passiert. Das muss man auch mal dazu sagen. Allerdings kriegt der KSC nochmal die Chance. Über die linke Seite, Lorenz bringt den rein. Zawada mit dem nächsten Abschluss, da fühlt sich auch keiner zuständig. Also die letzten Minuten hier, alles andere als gut von uns. Und damit gehen wir rein in die Pause. 0:0. Ich denke mal, so ein 1:1 hätte es durchaus sein können. Aber ein Unentschieden an sich geht durchaus in Ordnung. Wir gucken rein. Fortuna Köln liegt hinten gegen die Würzburger Kickers. Also die Spielen stand jetzt für uns. Aalen führt gegen Bremen 2. Das heißt, wenn es denn dabei bleibt, wäre der Titel, Freunde. Ich wollte schon sagen, der direkte Aufstieg. Nee, wäre vor allem auch der Meisterschaftstitel erstmal noch nicht drin. Selbst wenn wir das hier gewinnen sollten. Ich glaube, selbst ein Unentschieden dürfte Aalen noch reichen, um theoretisch eine Möglichkeit zu haben, den Titel einzufahren. Aber, wie gesagt, ach Gott, Alter, das sind halt Annahmen, mein Lieber. Das kann es nicht sein. Und jetzt gibt's die Chance. Und Brunst hat ihn, Gott sei Dank. Mei. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, uns geht's auch noch nicht direkt um den Titel. Sondern einfach nur heute schon mal den Sack zuzumachen, was den Aufstieg angeht. Amang, Düker. Wartet auf Amang, findet ihn. Amang mit dem Pass. Chahed auf Amang. Und jetzt, um Gottes Willen, habt ihr gesehen, wie leicht die Schussanzeige war? Der hätte den nicht mal reingemacht. Der wäre drüber gegangen. Boah, also warum funktionieren denn jetzt hier gerade einfachste Dinge nicht? Ich war mir so sicher, dass Amang den macht, aber dann kloppt er den da drüber. Vermeintlich. Nochmal Amang, schade, kann sich nicht drehen. Kamoglu. Das war ganz kurz den Schuss angetippt ins lange Eck. Kein Driven, kein gar nichts. Und dann kommt sowas bei raus, mein Lieber. Heinke. Schön die Seite gewechselt. Guter Ball nach oben. Butzen. Ah, kommt leider nicht an. Nochmal gut gefightet, aber Zawada hat den. Halbe Stunde noch zu gehen, Jungs. Wir werden uns langsam Gedanken machen bezüglich einem Wechsel. Da wird jetzt erstmal was umgestellt, glaube ich. Beziehungsweise jemand einfach eingewechselt, um mal ein bisschen Power reinzukriegen. Ja, Meier, jawohl. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Für sein erstes Spiel macht er das ordentlich. Die Chance hat er halt leider liegen lassen, aber das passiert. Sonst sehr, sehr umtriebig macht das ordentlich. Holt sich auch hier wieder den Ball. Und der könnte am Ende ganz, ganz wichtig gewesen sein. Leider nicht, weil Chahed nicht am Gegner vorbeikommt. Kein Foulspiel. Guter Ball nach oben. Guter Ball auf Amang. Und jetzt Amang macht den wieder nicht. Was ist denn los? Warum kriegen wir denn keine geilen Schüsse raus? Trotzdem nehme ich Meier raus, einfach um nochmal einen Frischen zu bringen. Zeit bringe ich raus. Nee, können wir nicht. Oh Mist, da habe ich falsch gewechselt. Aber egal, ich bringe mal Amang auf der 6 und Beck mit Düker vorne rein. Beziehungsweise Beck mit Lowcamper wieder. Das Standard-Duo. Also, Dreifachwechsel in der 60. Minute. Ein bisschen mehr Offensiv-Power darf es dann schon sein. Beziehungsweise auch vor allem ein bisschen mehr Konzentration und Konsequenz im Abschluss. Das ist ein großes Manko bisher. Strohengel kommt jetzt über die Seite. Aufpassen, immer noch Dominik Strohengel. Gott sei Dank ein schlechter Ball. Heinke macht das überragend bis auf den Pass. Aber
Zumindest klärt er die Situation. Erdmann. Oh! Uiuiui, Freunde. Weiß gerade nicht, irgendeiner unserer Innenverteidiger ist so dermaßen lahm aktuell, das ist Wahnsinn. Scheid. Sieht jetzt mal Amang, der ist alles andere als lahm. Amang. Amang? Hat er den Ball noch? Ja. Chahed. Oh Gott, wo es ist unfassbar, Freunde. Es ist heute einfach wie verhext. Da passieren Dinge, die kannst du dir nicht ausmalen. Strohengel über die Seite. Lorenz, guter Ball auf Savada. Savada, aufpassen ganz unten. Brunst! Und dann fällt das, was fallen muss. 1:0, Kamoglu. 70. Minute, der KSC führt, weil wir nicht in die Zweikämpfe reinkommen und weil wir vorne 2-3 gute Möglichkeiten absolut lächerlich herschenken. Dementsprechend dürfen wir uns absolut nicht beschweren. Das geht in Ordnung. Das geht absolut in Ordnung. Wenn du so vorne spielst, dann musst du damit rechnen. Strohengel. Und der nächste Angriff vom KSC. Hofmann, das ist alles andere als ein Problem für Brunst. Kann es jetzt nochmal schnell machen. Es funktioniert gar nichts. Es funktioniert gar nichts, Jungs. Ich verstehe das nicht. Wir kriegen nicht mal die Basics hin. Als ob ich den Ball zu dem prallen lassen möchte, wo ein Gegner steht. Da stand unser anderer Mann komplett frei einfach nur. Da soll der Ball hin. Da steuere ich auch hin, aber es funktioniert heute einfach nicht. Lappe. Niemeyer, auch der Ball. Ich drücke nach oben. Es sind einfach... Ich komme nicht mal in mein Spiel hier rein. Auch wenn wir trotzdem die Chancen zum Teil bekommen. Weil ich einfach mir nicht mal bei den leichtesten Dingen sicher sein kann, dass die funktionieren. Ich kann nicht mal einen normalen Pass erwarten, weil ich da schon Sorge habe, dass der nicht ankommt. Beck. Riesenchance dann natürlich von Strohengel gerade. Wenn der reingeht, dann ist es hier endgültig vorbei. Schade, der Ball wird auch abgeprallt. 12 Minuten nochmal. Savada. Gibt es hier eine Niederlage? Es sieht fast danach aus. Es wäre nicht tragisch. Mich nervt nicht die Niederlage, sondern einfach die Art und Weise, wie wir hier spielen und die Art und Weise, dass Dinge nicht klappen. Ob wir da jetzt verlieren oder nicht, ist am Ende nicht ganz so tragisch, was die Tabelle angeht. Schon mal der Schuss von da außen. Ich dachte eigentlich gar nicht, dass ich da am Ball bin. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall wieder nochmal ein bisschen steigern. Amang. Amang. Oder gibt es hier doch noch ein Happy End? Gibt es hier doch noch ein Happy End? Uphoff hat was dagegen. Richtig stark geklärt und dann kriegst du hier nicht mal eine Ecke. Und den Kopfball gewinnst du auch nicht. Und so kannst du keinen Druck aufbauen. Butzen. Muss nochmal ranschieben. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Föhrenbach. Der KSC. Oh, macht das jetzt auch gut. Hat dann auch ab und zu mal das Quäntchen Glück damit am Start. Das war schlecht von Savada. Und das sind Bälle. Das verstehe ich nicht heute, was da los ist. Aber über die Passqualität an sich haben wir die letzten Tage schon gequatscht. Das hat in den letzten Spielen schon nicht so ganz so geil funktioniert mehr auf einmal. Ah, Mann, schade. War aber abseits. Wir kriegen nochmal die Chance gleich. 2 Minuten, Jungs. 2 Minuten noch auf der Uhr. Erdmann. Guter Ball. Lohkämper. Beck. Das ist ganz gut gespielt, aber es reicht nicht. Es ist nicht in letzter Konsequenz gut gespielt. Uphoff ohne Probleme. Wir schauen mal auf die Uhr. 2 Minuten Nachspielzeit. Wenn wir da nochmal den Kopfball gewinnen, dann kriegen wir nochmal den letzten Angriff. So wahrscheinlich eher nicht mehr, oder? Strohengel sackt da am Boden zusammen. Das ist doch alles gut, mein Lieber, aus deiner Sicht. Burzen. Amang. Ja. Beck. Spielt den Ball nach unten. Und der Schiedsrichter pfeift 20 Meter vor dem Tor ab. Okay, Jungs. Also ein Spiel, das sowohl... Also es hat einfach nicht funktioniert. Wir hätten das durchaus gewinnen können, so durchaus sogar müssen, wenn wir einfach unsere Chancen besser rausspielen. Aber am Ende soll es nicht sein. Die beste Chance ist gar nicht drin, nämlich die von Meier. Oder obwohl doch, das können die gewesen sein. Ja, das ist die. Also der Ball, sowas muss halt rein, ne? Das ist halt ganz klar. Allerdings auf der anderen Seite muss auch sowas rein von Savada. Dementsprechend dürfen wir uns nicht beklagen. Enges Match, am Ende verlieren wir es halt mal. Das kommt auch mal vor im Fußball, dass man verliert. Und dementsprechend darf der KSC wieder ein bisschen träumen. Ahlen gewinnt, Fortuna Köln verliert mit 4-1 gegen die Kickers. Das ist ein ordentlicher Rückschlag für Fortuna Köln. Aber damit rutscht alles so ein klein wenig enger zusammen. 11 Punkte haben wir jetzt Vorsprung auf den zweiten bei 5 Spielen. 13 Punkte auf den dritten und 17 Punkte auf Fortuna Köln. Damit heißt es schon mal, dass wir im schlimmsten Fall auf den dritten Rang rutschen. Der Aufstieg oder zumindest ein Entscheidungsspiel ist uns auf jeden Fall schon mal gegönnt. Wir werden nicht mehr Vierter werden in dieser Saison und haben jetzt dann in den nächsten Spielen die Chance, alles fix zu machen. Das ist doch die positive Nachricht. So, wir gehen nochmal rein, wir trainieren. Alle mit einem ordentlichen Training. Bergmann macht nochmal den nächsten Punkt nach oben. Vielleicht erfüllen wir da nochmal sogar unser Ziel für die Saison, was diese Stärkepunkte angeht. Ich weiß es aber nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Und dann werden wir nochmal bis zu den nächsten Spielen simulieren.
Heino verlässt den Verein, das war abzusehen. Gegen wen Wiesbaden, mal gucken, welche Spiele wir davon dann simulieren werden und welche wir selber spielen werden. Das werden wir sehen. Und der KSC spielt unentschieden. Der KSC gewinnt. Ach ja, der hat gewonnen, der war ja wieder Dritter. Der VfL Aalen hat dann aber verloren, oder? Oder unentschieden nur gespielt. Lass mal reinschauen. Wo haben wir's? Da, der VfL Aalen verliert gegen den Chemnitzer FC mit 2:0. Also das ist, warte mal, lass uns jetzt mal schauen. Nach dem Spieltag gibt es noch 12 Punkte zu holen. Ja. Es ist jetzt die Chance. Es reicht uns. Nee, wir brauchen einen Sieg. Bei einem Sieg gegen Wien Wiesbaden ist uns der Titel nicht mehr zu nehmen, Freunde. Dann ist er uns nicht mehr zu nehmen. Dann sind wir Meister der dritten Liga. Aber das gehen wir dann im nächsten Part an, Freunde. So, unsere Ziele sind gefährdet. Ja, ich kann aktuell nicht mehr machen, Freunde. Den Stürmer werde ich da nicht mehr verpflichten. Das ist mir auch kackegal, was ihr da sprecht. Also nicht ihr Zuschauer, sondern ihr lieber Vorstand, weil das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, absolut. Da mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Das kriegen wir hin. Vereinzelt, da haben wir noch 2 Saisons dann Zeit. Das ist auch gut. Heino verlässt uns in Richtung Fürth, das wissen wir ja schon. Ein Vorschlag, Niemeyer und Bigalke und Co., die möchten alle wahrscheinlich nochmal ein bisschen spielen. Aber das gucken wir uns dann im nächsten Part an. An der Stelle, wenn es euch heute gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Ich freue mich über den Support. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Schaut gerne in den Streams vorbei. Heute gibt es auch wieder einen Link in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.